Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Einen wunderschönen guten Abend. Es gibt ja so viele Probleme auf der Welt. Die Gletscher schmelzen. Donald Trump bekommt den Friedensnobelpreis. Im Heimat Irland gibt es kein Bier mehr. Aber das ist nichts, nichts gegen die größte Herausforderung unserer Zeit. Die Analyse von Schlagertexten. Also, packt was. Der deutsche Schlager hat drei klassische Elemente. Erstens, Heimat. Zweitens, Heimat. Drittens, Liebe. Sorry, ich sage es nicht. Schlagersänger sehen traditionell gut aus. Manche sehen sehr gut aus. Und manche gleich wie Helene Fischer oder ich. Schlagersänger singen sich immer warm. Und das machen wir jetzt gleich gemeinsam. Und zwar mit dem ambitionierten Refrain-Text vom kleinen Krokodil. Also, schnischna, schnappi, 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 schnapp. Schnischna, schnappi, 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 schnapp. Wow, das war schon fast sehr gut. Vielleicht probieren wir es mal als Kanon. Linke Seite trainiert. Schnischna, schnappi, 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 schnapp. Schnischna, schnappi, 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 schnapp. Rechte Seite trainiert. Schnischna, schnappi, 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 schnapp. Schnischna, schnappi, 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 schnapp. Wow. Gemeinsam, linke Seite beginnen. Schnischna, schnappi, 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 schnapp. 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 Stark. Ihr könnt jederzeit als Krokodile arbeiten. Schlager. Warum heißen Schlager eigentlich Schlager? Nun, angesichts manch gnadenlos schöner Texte trifft einen leicht der Schlag. Die Engländer sind da viel konsequenter, die nennen den Schlager gleich beim Namen, nämlich Hit. Und Hit heißt bekanntlich Schlag. Beginnen wir mit den 20er Jahren. Lass mich dein Badewasser schlürfen. Also ich würde davon abraten. Schon aus hygienischen Gründen. Und dass heutzutage alles ins Wasser gekippt wird, an chemischen Badezusätzen. Und der Text geht brandgefährlich weiter. Für einen Kuss auf deine Sohlen möchte ich dein Pantoffel sein. Also da muss man schon ausgehen, zumindest von unbewussten Suizidwünschen. Je nach Volumen der Dame. Stichwort Volumen. Wann ist man denn eigentlich dick? Wenn man zu klein ist für sein Körpergewicht. Das kommt immer häufiger vor. Und Udo Jürgens ist mitschuldig daran. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane. Und alle, aber bitte mit Sahne. Trude Herr hatte schon früh die Gefahr des Übergewichts erkannt und auch Alternativen aufgezeigt. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Bill Ramsey hat schon 1960 den Krimi-Tsunami vorhergesagt. Ohne Grimme geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett. Hochbegabte können den Krimi sogar tanzen. Kriminaltango in der Taverne, dunkle Gestalten und so weiter. Aber auch starke Frauen haben seherische Fähigkeiten. Zum Beispiel Lade Andersen. Wer kommt drauf? Ein Schiff wird kommen. Schwierige Schlagertexte, die führen da leicht zur grammatikalischen Bruchlandung. Marmorstein und Eisen bricht. Drei Substantive, gefolgt
von einem Verb im Singular. Es muss natürlich heißen, Marmorstein und Eisen brechen. Der Bayerische Rundfunk war damals so besorgt um den Bildungsstand der bayerischen Bevölkerung, dass er das Abspielen dieses Liedes im Radio glatt verboten hat. Für mich soll's rote Rosen regnen. So ein Schwachsinn. Rosen haben doch Dornen. Nach 5 Minuten sieht man aus wie ein Röschen. Bleiben wir bei der Farbe Rot. Rote Lippen soll man küssen. Ja, warum denn eigentlich? In die Bayerische Staatsbibliothek gegangen und habe die dienstälteste Archivarin gefragt, seit 52 Jahren im Amt. Die wusste das auch nicht. Und das Ganze vor dem Hintergrund der MeToo-Debatte. Allein das bloße Wort Kuss kann heutzutage einem Mann leicht den Job kosten. Undenkbar, dass Toni Marshall heute noch singen könnte. Ach, lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein, der Oberförster sein. Aber irgendwo muss es doch herkommen, das Holz vor der Hütte, oder? In Fällen wie diesen gestattet der Schlager die Selbstverteidigung. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hole ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Das zentrale Anliegen des Schlagers ist und bleibt aber die Heimat. Und wenn das Heimweh ganz arg plagt, dann kommt ein Kasselruder Spatzen nicht vorbei. Fliege mit mir in die Heimat. Wem fällt ein Heimatlied von Friedrich Winn ein? Ja. Junge, komm bald wieder nach Haus. Aber manchmal plagt er weniger das Heimweh als das Fernweh. Und zwar kein geringeren als Gott persönlich. Karl Gott. Einmal um die ganze Welt und so weiter und so weiter. Wie heißt denn das schönste, berühmteste Fischerlied aller Zeiten? Wenn bei Capri die rote Sonne. Aber das ist noch zu trocken. Schau hin, da liegt der tote Fisch im Wasser, den machen wir hin. Schau hin, da liegt der tote Fisch im Wasser, den bringen wir um. Ja, da werden noch Grenzfragen der Menschheit berührt. Nicht Lebendes wird getötet, sondern Totes. Da hilft nur noch Roberto Blanco. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. In diesem Sinne, herzlichen Dank.